Ja, wir haben 10 Uhr und mir wurde gerade gesagt, ich soll wenigstens ein einziges Mal in unserer Geschichte halbwegs pünktlich anfangen. Das tue ich dann mal. Ich habe draußen gefragt, es ist kaum noch jemand bei der Akkreditierung und deswegen fangen wir tatsächlich mal an. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis die von draußen so reingekommen sind, die Raucher Zigaretten ausgetreten haben und die Kaffeeholer. So langsam. Oh, das ist ja schön. Schon vor der Eröffnung haben wir die erste Stimmkarte gefunden. Gute Tradition bei unseren Parteitagen. Also wer auf den Namen Christoph hört und wessen Nachname mit M anfängt, der sollte mal gucken, ob seine Karte nicht hier vorne bei mir liegt. Wir haben einen Gewinner. So, also... Ich heiße euch herzlich willkommen auf dem ersten Landesparteitag der neuen Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Bevor ich es vergesse, nachher müsst ihr mich daran erinnern, dass ich mich noch entschuldigen muss bei euch, aber das kommt am Ende. 50% Zuwachs in 2 Monaten. Hier steht gar nichts von Applaus, aber okay. Liebe Presse, das ist keine Verdopplung, wie ich gelesen habe. Und wir sind damit auch nicht der zweitgrößte Landesverband nach dem Landesverband München. Aber 50% Zuwachs, das bedeutet 50% frisches Blut. Das sind neue Ideen, das sind neue Meinungen. Das ist neue Expertise, neue Lebenserfahrung, das ist neue Tatkraft und am Ende ist das 50% mehr Teilnahme an aktiver Demokratie. Zunächst ein Wort an die Neumitglieder. Ich hoffe, ihr seid mit Erwartungen hier hingekommen. Und zwar hoffentlich mit positiven. Und ich hoffe, dass die Erwartungen, die ihr habt, heute hier übertroffen werden. Ich habe bei meinem ersten Landesparteitag 2009 in Düsseldorf da gesessen und habe gedacht, jetzt bin ich nicht mehr einer von Millionen, jetzt bin ich einer von 150. Jetzt seid ihr einer von 200, 220, 300, keine Ahnung. Aber plötzlich war meine Stimme etwas wert. Und am Ende dieses Parteitags, auch wenn er abgebrochen wurde und nicht wirklich Ergebnisse produziert hat, aber am Ende bin ich nach Hause gegangen mit dem Gefühl, das ist also Demokratie. Und da kann ich aktiv Demokratie leben und gestalten. Und genau das wollen wir als Piraten machen. Dafür stehen wir und das wollen wir heute hier in Soest auch tun. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Als Vertreter der AG Öffentlichkeitsarbeit und Zuständiger im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit ein herzliches Willkommen an die Vertreter der Presse. Wenn mir beim letzten Landesparteitag jemand gesagt hätte, dass zu unserem nächsten Landesparteitag eine Unzahl von Pressevertretern kommen, dass der WDR mit einem Übertragungswagen kommt, dem hätte ich gesagt, du spinnst und einen Vogel gezeigt. Aber dann habe ich dem Christopher Lauer, seines Zeichens Ex-Beisitzer im Bundesvorstand und Kandidat für den
Bundesvorsitzenden, der es dann nicht geworden ist, der auf die Bühne gegangen ist, gesagt hat, na gut, dann hole ich halt 5% in Berlin, dann habe ich dem den Vogel gezeigt und gesagt, der spinnt. Und ich glaube, das war ein großer Fehler. Das hier ist kein normaler Parteitag, denn die Piraten sind keine normale Partei. Und danke der Nachfrage, das hier wird auch keine normale Rede, denn als Vorsitzender muss ich die Piraten weder einpeitschen, noch irgendwie auf Kurs bringen, noch irgendwie ein Programm vorantreiben, denn nicht ich gebe die Richtung vor, sondern die Mitglieder, die heute hier sitzen auf dem Landesparteitag. Sie werden offenen Diskurs sehen. Sie werden die Suche nach Mehrheiten miterleben und Sie werden erleben, was wir unter Basisdemokratie verstehen, nämlich keine Rednerlisten, stattdessen offene Mikrofone, offene Ohren, keine Delegierten, sondern eine freie Meinungsfindung aller Mitglieder, die heute hier anwesend sind. Im Internet gehen wir sogar einen Schritt weiter. Im Internet lassen wir jeden mitdiskutieren und wir hören uns jede Meinung an. Wir suchen nach Mehrheiten. Wir suchen nach Meinungsbildern und bringen diese mit zu unseren Landesparteitagen, denn so will es das Gesetz, hier stimmen die Mitglieder über das Programm und die Satzung ab. Häufig hören wir den Vorwurf, wir haben keinen gemeinsamen Wertekanon. Wir hätten kein gemeinsames Ziel, aber vielleicht ist es genau das, was wir als Einziges haben, nämlich wir haben ein Menschenbild, wir haben eine Idee, eine Vision, die sich Stück für Stück in unser Programm niederschlägt. Wir wollen, dass aufgeklärte Bürger mündig und eigenständig über die Lösung ihrer Probleme mitentscheiden dürfen. Wir wollen unser Programm erweitern, so dass die Bürger daran mitarbeiten können. Und wenn es heißt, wir hätten kein Programm, Umwelt, Bildung, Innenpolitik, Verbraucherschutz, Familienpolitik, das Recht auf existenzielle das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilnahme, also Sozialpolitik. Also das eine Thema, das war so langweilig, dass sie damit zur Landtagswahl 2010 56 Seiten gefüllt haben mit einem Thema. Also gerade als junge Partei muss man sich Kritik gefallen lassen. Ich zitiere mal zwei Schlagzeilen aus den letzten Tagen. Die NRW-Piraten werden von Scientology unterwandert, hieß es gestern. Also eins von 3000 Mitgliedern ist bekennender Scientologe. Das ist genauso lächerlich, wie zu sagen, wir haben einen Finanzskandal und wir hätten Steuergelder unterschlagen, wenn der Kassenprüferbericht genau das Gegenteil sagt, nämlich, dass wir uns selbst beschissen haben und wir hätten aus der Parteienfinanzierung mehr Geld rausholen können bei einer ordentlichen Buchhaltung. Und das ist genauso lächerlich, wie der Vorwurf, wir seien eine Ein-Themen-Partei. Wir würden uns wünschen, dass zumindest besser recherchiert wird. Liebe Presse, es steht alles über uns im Netz. Google findet uns voll und ganz. Und wir würden uns wünschen, dass Zitate im Zusammenhang gebracht werden. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man plötzlich Sätze von sich liest, die man so oder in diesem Zusammenhang nicht gesagt hat. Ansonsten, Sie sind natürlich eingeladen, den Bürgern immer wieder zu zeigen, dass mit der Piratenpartei eine neue, eine ernstzunehmende Alternative in NRW entstanden ist, die angetreten ist, den muffigen Politikalltag mal gehörig durcheinander zu wirbeln. Und als letztes zu den Hartnäckigen, zu den Aktiven, zu der Stammmannschaft. Danke, dass ihr heute hier seid. Das zeigt, dass wir weiterhin mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Danke, dass ihr die AGs und AKs wiederbelebt, dass wir wieder politische Arbeit machen, dass wir Ziele setzen können, an denen sich auch Neumitglieder aufhängen können. Denn Neumitglieder, die müssen wir mitnehmen. Wir müssen sie integrieren, wir müssen ihnen zeigen, wie Politik bei uns funktioniert. Wir müssen wieder auf die Straße, denn wir müssen den Bürgern zeigen, dass es uns gibt und wofür wir stehen. Die
Kurze Anekdote lautet, ich habe letztens mit einer Nachbarin geredet, die sagte, ich hatte ein Piratenpartei-T-Shirt an, die sagte, Piratenpartei, ist das Spaß oder ist das Ernst? Und meine Frau war dabei und grinste schon so. Und dann habe ich gesagt, na mach Schatz. Und sie sagte, ja, der ist Vorsitzender. Und die Nachbarin sagte, Piratenpartei, ich dachte, die gibt's nur in Berlin. Also, wir müssen raus und wir müssen den Leuten zeigen, dass es uns eben auch in NRW gibt. Wir haben wenig Programmanträge heute und morgen. Wir werden langweilig über die Satzung abstimmen. Sehr viel. Aber wir werden eine hitzige Debatte führen und ich möchte jetzt keine Werbung für das ein oder andere, für den ein oder anderen Beitrag machen, sondern ich möchte sagen, ich hoffe, ihr habt die Anträge gelesen, ich hoffe, ihr habt verstanden, was dahinter steckt. Fragt kritisch nach und entscheidet euch dann für das, wo ihr glaubt, dass es richtig ist für die Zukunft des Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen. Und ein letztes, die Entschuldigung. Als wir diesen Raum gemietet haben, im Juli, sind wir davon ausgegangen, dass wir mit 100 bis 120 Besuchern locker hinkommen. Ich habe gerade gehört, die letzte Zahl liegt irgendwo bei 220. Wir haben noch Ausweichplätze draußen. Ich hoffe, dass wir die nicht brauchen werden. Willkommen auf dem ersten Landesparteitag der neuen Piratenpartei Nordrhein-Westfalen und viel Spaß.